Schauen wir mal. Aber zuerst mal etwas essen, glaube ich. Der Laden war jetzt nicht so toll. Das Essen war okay, aber es war alles total langweilig eingerichtet. Ja, also, als hätten sie alles absichtlich unabsichtlich aussehen lassen. Das ist echt nichts für Chitter. Ja, verschwenden wir. Und holen uns irgendwo anders einen Dartisch. Okay, wie wär's mit dem Majore? Was war das denn? Sind wir gespannt. Oh, Yagami-san, kommen Sie rein. Hm? Alles in Ordnung, Sie sehen etwas niedergeschlagen aus. Was? Ach, alles okay, eigentlich. Sind Sie sicher? Naja, um ganz ehrlich zu sein, unsere Rahmen kommen bei den Jugendlichen nicht so an. Und ich weiß nicht wieso. Hm, ein echtes Rätsel. Aber ich persönlich finde, dass Ihre Rahmen ausgezeichnet sind. Danke, Yagami-san. Ich wünschte, es wird eher am Geschmack. Aber die jungen Leute wollen heute sagen so viel mehr. Wie meinen Sie das? Es sind diese sozialen Mädchen. Die Kinder sind süchtig danach. Sie fotografieren alles, was sie sehen und tun und teilen es dann mit der ganzen Welt. Ja, da haben Sie wohl recht. Leider sind unsere Rahmen nicht für Online-Welt geschaffen, denn wir halten sie einfach und ganz traditionell. Verstehe, ist wohl ein Zeichen der Zeit. Es macht nicht so witten, wenn die Leute in einen Laden rennen, nur weil sie aus Fischeiern einen Smiley zaubern. Ein eigenes, ausgefallenes Rahmengericht verschaffen, Geschmack setzt sich am Ende immer durch. Ah, warum nicht? Wieso stellen sie dann nicht selbst irgendwas Ausgefallenes her? Was? Wieso denken sie? Bitte denken Sie sich nicht ein neues Rahmengericht aus, das die Neugier der Leute weckt. Kein schlechter Vorschlag, aber ich mag es nicht. Grunde nur mit der optischen ansprechenden Gerichten zu küttern. Dann zaubern Sie doch Rahmen, die gut aussehen und lecker schmecken. Wie wäre es zum Beispiel mit Shashu-Rahmen, die mit ihrem Honig, die mit Honig mariniertem Shashu garniert sind? So setzen Sie weiter auf bewährten Zutaten, kombinieren Sie aber auf neue Art. Besondere Rahmen, die optisch und geschmacklich überzeugen. Ja, hier, das bekomme ich hin. Na also, Sie haben auf jeden Fall das Zeug dazu, die angesagtesten Rahmen der Stadt zu machen. Ganz genau, ich mache mich gleich an die Arbeit. Ich kann es kaum erwarten. Willkommen, willkommen. Gar nicht Ihre Bestellung aufnehmen. Können Sie. Oh, ich bin schon voll. Achso, ich bin voll. Hatte ich nicht vorher noch Schaden? Vielen Dank. Sehen Sie uns bald wieder. Dann schauen wir mal. Hä? Das ist kein Laden, aber ich kann damit jemanden Freundschaft schießen. Nicht da. Ah, du auch nicht. Achso, hier. Mensch, Entschuldigung, ich heiße Dekomia. Und hast du jetzt über irgendwelche süßen Kätzchen rumstreuen sehen? Du suchst hier nach Kätzchen. Masakatsu Nekomiya. Ja, ich kümmere mich um alle streunenden Katzen in Kamurocho. Aber einige habe ich schon an der Weile nicht mehr gesehen. Oh, er füttert die also. Super, jetzt werden die hier alles voll kack. Die Hintergrundmusik. Oh Gott. Ich hoffe, sie sind nicht allzu hungrig. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Es sind Straßenkatzen. Die kommen schon klar.
Glaubst du wirklich? Woher willst du wissen, dass sie nicht irgendwo am Sterben liegen? Es sind Straßenkatzen. Die kamen auch klar bevor du aufgetaucht bist. Aber nicht nur ich mache mir Sorgen. Der Rest der Steuernderkatzengemeinde muss ebenfalls wissen, dass es ihnen gut geht. Hm? Heißt das, es gibt noch mehr Leute wie dich? Oh ja, ich schreibe in meinem Blog über die Streuner, die ich finde. Da gibt es Katzenmittel, Katzensymbole und mehr. Aber über die verschwundenen Katzen kann ich nicht berichten. Und das hat viele meiner Leser in Aufregung versetzt. Verstehe. Naja, klingt so, als wäre es keine große Sache. Ja, ich schon. Deshalb suche ich auch überall nach den kleinen Sampfungen. Aber aus irgendeinem Grund rettet es sofort weg, wenn sie mich kommen sehen. Entschuldigung, ich finde das gerade echt geil. Ja, wahrscheinlich, weil wenn du kommst, kommt so eine komische, kitschige Japan-Musik raus. Ja, Märchen, meine Liebe, bitte so schnell hauen sie ab. Wieso? Wieso erkennt sie meine Gefühle nicht? Ja. Weniger Katzen heißt auch weniger Katzenscheiße. Soll mir recht sein. Naja, Katzen sind eben oft etwas launisch. Du weißt also ein bisschen, was wir hier verhalten. Lass mich raten. Du bist auch ein Katzenliebhaber, oder? Nein, nicht wirklich. Wie dem auch sei, würdest du mir helfen, meine Katze zu suchen? Zum Wohle der Katzenliebhaber-Gemeinde. Ist das dein Ernst? Ja, schick mir einfach ein Foto, wenn du eine Katze siehst. So weiß ich, dass es ihnen gut geht. Oh, du bekommst dafür natürlich eine Belohnung. In Bar. Okay, du hast mich überzeugt. Solange ich nur Bilder machen muss. Oh, danke. Vielen Dank. Ach ja, du bist doch unser Kontaktdaten, das ist doch schön. Ich heiße übrigens Yagami. Also, nach was für Katzen soll ich Ausschau halten? Oh, ja, willst du mit dem Tortikat anfangen? Er ist recht ängstlich. Er ist also sicher nicht weit gekommen. Tortikat, alles klar. Mann, wie nervig. Aber schadet ja nicht, die Augen aufzuhalten. Wunderbar, ich zähle auf dich, Yagami-san. Boah, ich feiere dieses Spiel, wenn ich das spiele. Ist der das? Nein. Nein. Ja toll, hier ist die Katze und jetzt? Batz! Nein! Als ob ich sowas mache. Ja, was muss ich jetzt machen, hä? Hast du dort die Katze schon gefunden? Er ist recht ängstlich. Er ist also nicht sicher gekommen. Vielleicht taucht er irgendwo auf, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Hoffentlich findest du die Katze, bevor ihre Neugier sie dir in Schwierigkeiten bringt. Ja, okay. Ich hab nichts gegen Katzen. Überhaupt nicht. Ich liebe Katzen. Aber es muss manchmal auch wirklich, es muss Grenzen geben. Vor allem wenn Katzen von mir weglaufen, dann würde ich mir Gedanken machen. Wo laufe ich jetzt wo auf? Dann schauen wir mal. Die Seitenstraße bei der Tenkaichi Street. Hier wurde das zweite Opfer des Maulwurfs gefunden. Wenn ich mich recht erinnere, wurde die Leiche in einer Mülltonne gefunden. Also etwa hier. Katze.
Katze. Oh, schau mal, eine Katze. Hey. Hier bringen sie den Müll raus, oder? Die Leiche muss hier irgendwo gelegen haben. Der Mord ist allerdings schon Monate her. Vermutlich sind keine Spuren der Leichen mehr vorhanden. Ich sollte mir das mal genauer ansehen. Müllablage. Hier? Aha. Die Seitenstraße ist ziemlich schmal. Mit einem Auto kommt man hier nicht rein. Das Opfer muss man von selbst hierher gekommen sein. Oder hat der Maulwurf die Leiche nach dem Mord hier deponiert? Einer der Indizien hier lässt sich das nicht sagen. What the? Da ist eine Mülltonne. Ich glaube, wenn die Leiche da drin gefunden worden wäre, hätte ich inzwischen davon gehört. Wir können wohl davon ausgehen, dass sie nicht im Müll war. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo eine Kamera, oder? Ich glaube, der Weg hier führt auf die Taihei Boulevard. Wenn er seinen Weg durch die Hinterhofgassen findet, muss der Maulwurf sich ziemlich gut in Kamerutsche auskennen. Ich habe hier auch schon. Aha. Hier muss doch irgendwo eine Kamera sein, oder? Aha. Und das ist auch die Müllablage, die mache ich hier gerade, aber... Aber die Tür untersucht auch nicht. Ich schau auf den Boden, aber ich... Was ist das? Wow, was ist das denn? Ausgezeichnete Schraube. Ach, das hat sich ja gar nichts mit dem Fall zu tun. Schätze, es gibt keine Spuren des Mordes mehr. Hier ist nichts mehr zu finden. Wirklich? Das war das Letzte? Ohne Polizeiberichte kann ich nicht wirklich viel tun. Stop right there! Hey, what's up? Respekt. Get back here. Hold it. Stop. Wait, wrong guy.
Let's go. Okay. Hä? So, links war das. Lalalala, wir haben Zeit. Verfolgung abgeschlossen, okay. Wollte gerade sagen, hey, was ist denn jetzt los? Was? Hä? Warum? You're not getting any thanks for that. Here, you earned this back. I own it. Look, it wasn't a perfect plan, but it worked out in the end, didn't it? So thanks. Is that what you call that? And I don't want your thanks, asshole. Okay. See ya. Zack, hätte die Otter geschmissen. That's the Camarocho burglary ring. Wohin sonst? No wonder the cops can't catch him. Ey, der Anruf wurde unterbrochen. Alles klar bei dir? Ich habe recht. Er versuchte so viel wie möglich über den Maulwurf herauszufinden. Warte einfach ab, bis wir von ihm hören, okay? Puh, ich bin ganz schön fertig. Vielleicht sollte ich mal mit Gender-Sensei vorbeischauen. Hab schon länger nichts mehr von ihm gehört. Wir sind wieder hier? Warum komme ich jetzt hier nicht durch? Ah, deswegen. Entschuldige, ich will keine Schrecken anjagen, aber ich brauche irgendeine Hilfe. Konto der Obdachlose. Was ist denn los? Bist du verletzt? Mein Magen tut auf einmal so weh. Soll ich ja gar keinen Wagen rufen? Nein, bitte nicht. Dafür habe ich kein Geld. Bitte wohl einfach Moroboshi-Sensei. Ist der ein Arzt? Ja, er müsste in der Kanalisation sein. Du kommst durch den Kanal der Clinton Children's Park zu ihm. Okay, warte hier. Er weiß Bescheid, wenn du ihm sagst, dass Kanto ihn braucht.
Bitte beeil dich. Wieso sollte ich einen Arzt in der Kanalisation herumtreiben? Na egal, darauf kommt es wohl gerade nicht an. Ein Arzt in der Kanalisation. Die kamen plötzlich runter. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Willkommen! Kann ich Sie vielleicht für unsere heutige Musik begeistern? Twin Cruzy. Das kennen wir schon. Ich glaube, ich davon noch. Wilkinson Soda, okay. So. Wie ist die Schallplatte jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Popo Tenkaichi. Popo Tenkaichi. Wer im Popo Shop scheiße. Ja, eine Sache mache ich jetzt noch. Skills. Wir sind nicht Fuß, du hättest maximal. Oh. Den Angriffsschaden, ja. Schluckspecht, Moment Flasche. Ist mit Bedacht und sorge für eine ordentliche Verdauung. Erhält durchs Essen 10% mehr Gesundheit zurück. Nö. Ein. Drücke während eines Wandsprungs. Kurz vor dem Absprung von der Wand. Okay. Das kriegen wahrscheinlich als bestimmte Person merken, wenn du etwas zerbrichst. So das. Die Exzesse fühlt sich enorm, wenn ein Freund dich in der Stadt sieht und begrüßt. War jetzt einfach mal. Du hast die nötige Vorsicht nicht erfüllt. Skill nicht freigeschaltet, okay? Minibar! Ah! Standkühlschrank. Raucher, oh. Oder 35, kann ich mir nur noch was kaufen? Bestimmt nicht, oder? Ja doch, eine Sache noch. Ja, komm. So, dann würde ich jetzt auch mal eine Aufnahmepause weitermachen. Wir haben wieder Zeit. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war's mal wieder bei Judgment mit unserem kleinen Schlitzi Yagami. Ja, wir haben jetzt das erste Kapitel gelöst. Hamura wurde erfolgreich freigesprochen, doch jetzt beginnt die. Oh, man will's nicht verarschen. Entschuldigung. Und jetzt fängt die Suche erst richtig an nach dem wahren Mörder, der hier in Kamurocho sein Unwesen treibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Judgment. Bis dahin sage ich Tschüss.